Dieser Moment stand schon sehr lange auf unserer Liste der Dinge, die wir einmal im Leben unbedingt machen wollten. Wusstet ihr, dass in Bangkok eins der außergewöhnlichsten Restaurants der Welt steht? Ein Gourmet-Restaurant mit Fusionsküche aus dem thailändischen und japanischen in einer ehemaligen Lockheed L1011 Three-Star, gemacht für die Langstrecke und auf dem Nachtmarkt nun in Chang Shui mitten in Bangkok. Also wir machen eine Mischung aus Aviation und heute ein bisschen kulinarisch unterwegs. Genau, und wir gehen da jetzt rein, haben reserviert und alle Details werdet ihr gleich im Video sehen. Erstmal ganz viel Spaß dabei. Das Nao Bangkok ist eben nicht nur ein Restaurant, sondern ein Erlebnis in vielerlei Hinsicht. Aber zunächst einmal ein paar Fakten. Gebaut 1974 und bis 2005 im Einsatz bei Delta. 2005 dann bei Thai Sky Airlines hier in Bangkok und ein Jahr später hat die Airline den Betrieb schon wieder eingestellt. Nun steht die eine der L1011 Three-Star hier in Bangkok in Chang Chui auf dem Nachtmarkt. Seht ihr den riesengroßen Hund am Eingang? Dann seid ihr richtig und nordwestlich von Bangkok Chinatown, links vom Chao Phraya Fluss, dort findet ihr den Nachtmarkt. Am besten, ihr nehmt dafür, um hierher zu kommen, ein Taxi, Grab oder Bolt, um pünktlich hier zu sein, denn Absagen kurzfristig ist nicht. 18 Uhr pünktlich müssen wir da sein, sonst gibt es Vertragsstrafe, habe ich gelesen. Nein, man muss erst um zu reservieren, 2000 Baht hinterlegen, wenn man nicht erscheint, sind die weg. Klar haben wir eine Reservierung gemacht und sind typisch deutsch pünktlich auf die Sekunde dort. Wir wollen schließlich die besondere Lichtstimmung einfangen, wenn der Markt zum Nachtmarkt wird. Nun können wir dies direkt aus den Fenstern der Lockheed beobachten, während wir in exklusiver Lage Fine Dining machen, so wie es bei der Airline wahrscheinlich genannt wird. Dann lasst uns mal reingehen. Früher passten über 250 Personen bzw. Sitze in dieses Flugzeug. Heute sind es dann nur noch 150 Personen. Dies jedoch auch nur bei größeren Veranstaltungen. Es gibt drei Menüs zur Auswahl, 6, 8 oder 12 Gänge. Ihr findet das aktuelle Menü auf der Webseite des Restaurants. Damit ihr bestens informiert seid, könnt ihr in einem Buch nochmal alles über die Speisen und die Zubereitung nachlesen. Aber wo ist eigentlich hier die Lounge? Schauen wir mal. Ganz vorne sieht es so aus, als wäre es eine Lounge, aber nein, es ist das Separé oder das Private Dining. Hier kann man mit Sicherheit auch reservieren, das ist mal ganz vorne im ehemaligen Cockpit. Also gehen wir weiter. Das Herzstück der Passagiermaschine, hier befindet sich das eigentliche Restaurant. Schaut euch diesen Innenausbau an. Verschiedene Sitzmöglichkeiten, überall Antiquitäten, ausgefallene Deko und ausgestopfte Tiere. Ist das doch eine Art Arche Noah hier? Auch mittendrin sind die Glasküchen, in der die kalten Speisen sowie Nachspeisen vor den Augen der Gäste zubereitet werden. Aber die Lounge haben wir immer noch nicht gefunden, also schauen wir weiter. Nun, hier gibt es eine Treppe nach unten. Dann schauen wir doch mal nach, ob da unten die Lounge ist. Sieht fast nach einer Lounge aus, aber nein, das ist das Unterdeck, früher vielleicht für Fracht genutzt, aber bei Delta zum Beispiel als Küche gedacht gewesen. Man hat dort die Speisen erwärmt und aufbereitet und heute sind rote Velvet-Sitzgelegenheiten dort richtig knallig rot. Was ist das denn? Das gehört dazu. Das war das Raum der ehemaligen. Und jetzt gibt es noch mehr. Na gut, aber jetzt haben wir sie gefunden. Wir gehen also wieder zurück in Richtung Heck und dort befindet sich eine relativ große Lounge, in der man einfach nur lecker Cocktails zu Beginn des Dinners genießen kann oder man geht direkt zum Tisch oder ganz nach hinten. Da ist ein separierter Bereich, ein Einzeltisch, direkt unter dem dritten Triebwerk. Die Lockheed L1011 ist wesentlich größer, nicht so klein wie die Collie zum Beispiel. Von DWA, da haben wir auch schon drin, haben wir Cocktails getrunken. In New York am Flughafen, wir sind aber in Bangkok, die nächste Metropole und ein nächstes Flugzeug, was umgebaut ist. Welche Lockheed gefällt euch mehr? Die Connie in New York am Flughafen oder die L1011 hier in Bangkok? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann nun aber genug Gequatsche, ab zum Platz, es kann losgehen.
Am Platz ein Blick in unser 12-Gänge-Menü und das kleine Booklet. Dazu ein passender Wein, welcher vom Personal aufgrund unseres bevorzugten Geschmacks empfohlen wurde. Fresh? Findest du fresh? Ja. Bei einigen Gerichten konnten wir bei der Zubereitung zusehen, mittig in den kleinen Glasküchen sozusagen. Zu jedem Gang kommt dann der Koch oder die Köchin, die ihn zubereitet hat, und erklärt noch einmal, worum es sich handelt und gibt eine Empfehlung, wie man dieses Gericht bestenfalls isst. This one is Earl Grey Tea Sphere. Also I put the syrup that I made from the Thai black and flour. Outside the jelly, but it's like really watery, so I recommend the Thai if I eat this one, just eat it one bite. Mm-hmm. Okay. Auch das Auge ist mit und man gibt sich sehr viel Mühe, extravagante und außergewöhnliche Anrichte zu präsentieren. Zugegeben, die Portionen sind klein, dafür aber haben wir ja auch 12 respektive 14 Gänge. Okay. So, Platzwechsel. Für einen Gang sind wir zur Bar, wo das Gericht direkt vor unseren Augen zubereitet wurde. Dazu noch eine kleine Show mit Trockeneis. Wird uns in guter Erinnerung bleiben, der Besuch im Nao Bangkok. Während draußen die Sonne untergegangen ist und die Nachtmarktstimmung aufkommt. Schaut euch einfach die folgenden Gerichte an und seht selbst, was wir erleben durften. And I recommend you can tear the soup first and then you can cut some moji and buy it and tear with the soup. Okay. Yes, I hope you enjoy. Thank you so much. Thank you. Zuerst die Suppe probieren und dann das in die Hälften teilen. Also, nicht nur das Restaurant, auch die Toilette entsprechend, ja, skurril. Wagyu, you talk about wagyu culture. They tell me we keep with the jungle banana sauce. And on top of the wagyu, we have the jungle banana. Oh, okay. I'm back. Okay. Aber der krönende Abschluss, das war unglaublich, das Dessert. Guckt euch das an. This one we call raspberry sorbet and Szechuan pepper mousse. So main ingredient are the raspberry. Every red thing in this one I made from raspberry. Ein kleines Beet, ich würde fast sagen, es ist eine Osterei-Suche. So kam es mir sofort vor mit 4 verschiedenen Süßigkeiten, Marshmallow. Aber sehr interessant war das allerletzte Pralinchen. Das hat nämlich nach Trüffel geschmeckt. Würdet ihr sowas mögen? Und ja, die ganze Sache ist nicht gerade günstig. Ein Gourmet-Restaurant in Bangkok und in so einer Location hat seinen Preis. Aber es ist nun mal eine One-in-a-Lifetime-Geschichte. Einmal im Leben und das kann auch was kosten. Nun heißt es aber Showtime!
Das war ja eine Show, oder? Das war eine Riesenshow. Ja, aber Wahnsinn. Aber nicht extra für uns, nein, wirklich nicht. Wir wollen aber jetzt extra gehen. Und tschüss. Also das war ja echt ein Abenteuer, wie immer. Ja, das war unser Erlebnis einmal im Leben, würde ich sagen, oder? Weil zuerst hatte ich keine Lust, aber jetzt, nachdem ich drin war, kann ich sagen, ich war geflasht ohne Ende. Ich fand es richtig toll. Auch wenn der Preis da was anderes sagt, dann muss es einmal gemacht haben. Prinzipiell war es das und wenn ihr das auch erleben möchtet, viel Spaß dabei. Genau. Ihr habt die Wahl zwischen den Menüs und es muss ja nicht das 12-Gang-Menü sein wie bei uns. Aber wie wir sagten, einmal im Leben, oder? Genau, und wenn, dann muss man es wirklich auskosten, wenn man einmal nur da war. Danke auch. Hat's erlebt. Also bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.